Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit dem FC Bayern München. Ja, der Saisonabschluss, ja, und zwar werden wir jetzt nochmal einen Blick auf die Saison zurückschmeißen. Außerdem werden wir nochmal die Mannschaft begutachten, wer sie wie entwickelt hat. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt simulieren wir erstmal ein bisschen vor. Schauen wir, was jetzt noch alles so kommt. Auslaufende Spielverträge. Okay, mit denen müssen wir jetzt noch kurz neu verhandeln. Mit Pizarro, Timoschuk, Van Beuten und Riedmüller. Werden wir doch mal schauen. Oh ja, vier Stück, mit denen werden wir mal schauen. Ja gut, der will das da. Werden wir annehmen. Außerdem Van Beuten will nur noch ein Jahr bleiben. Ja, der wird wahrscheinlich bald in Rente gehen. Genauso wie Pizarro und Anatoly Timoschuk. Die wollen gar nicht mehr Geld. Das freut uns doch. Gut, dann schauen wir ein bisschen weiter. Hier sehen wir es auch schon. Pizarro nimmt an, Timoschuk nimmt an und Daniel Van Beuten. Riedmüller lässt sich noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommt aber auch. Hier nimmt er auch an. Klasse. Also somit werden wir keinen Spieler diese Saison verlieren. Aber jetzt simulieren wir erstmal vor, bevor ich dann mit der richtigen Zusammenfassung anfange. Viel passiert nicht mehr. Natürlich, wir werden auch nur den Part bisschen das Triple feiern. Hier sehen wir schon, der Forscher möchte sich in kritische Prüfung entzogen. Okay, unser letzter Leistungstest. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt fangen wir mit der Saisonstatistik an. Fangen wir mit der Bundesliga an. Hier schauen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Natürlich, wir als Meister ganz vorne. 22 Siege, 8 Unentschieden, 4 Niederlagen, 73 Tore geschossen. Natürlich eine klasse Bilanz. 32 kassiert, eine Tordifferenz von plus 41. Die beste Tordifferenz natürlich. Dann hinter uns Schalke und Dortmund. Dann Wolfsburg konnte sich für die Champions League auch qualifizieren. Dann der Hannover und Hoffenheim. Hoffenheim punktgleich mit Leverkusen, aber Leverkusen schlechte Tordifferenz, deswegen sind sie nicht im internationalen Geschäft nächstes Jahr dabei. Dahinter Gladbach, Stuttgart, Freiburg, Hamburg, schwache Saison, muss man sagen. Nur auf dem 11. Platz. Bremen auch nicht gerade mit einer überragenden Saison. Dann Mainz, Nürnberg, Augsburg, die was in der ersten Liga bleiben dürfen. Fürth dürfen auch drum kämpfen in der Relegation. Und Frankfurt und Düsseldorf, ja, die müssen leider wieder runter in die erste Liga. Düsseldorf ist ja erst dieses Jahr aufgestiegen. Gut, das wäre es soweit zur Tabelle. Dann werden wir jetzt nur kurz darauf schauen, auf die Spielerstatistik. Torschützkönig dieses Jahr sind Huntelaar und Olic geworden. Der beste Bayern-Spieler war Toni Kroos mit 11 Saisontoren. Dann Franck Ribéry mit 9 Saisontoren. Ja, das wird auch bald auffallen. Und zwar, unsere Stürmer haben die Saison gar nicht so richtig gut getroffen. Hier sind wir Arjen Robben mit 7 Saisontoren. Also kein einziger Bayern-Stürmer, wenn ich das so gerade richtig sehe. Ribéry? Ne. Kein Bayern-Spieler dabei. Also kein Bayern-Stürmer, besser gesagt. Gut, dann schauen wir auf die Torvorlagen. Da haben wir mal Mandzukic und Toni Kroos vorne dabei. Zusammen mit Lewandowski und Ivica Olic. Außerdem Thomas Müller. Also bei den Vorlagen, das sind wir ganz gut vertreten. Shaqiri, Martinez. Gut, das war's auch. Ohne Gegentore. Ja, Manuel Neuer mit 10 Spielen ohne Gegentor. Ganz gute Bilanz eigentlich. Natürlich Hildebrand und Tim Wiese überragend. Wiese, ehrlich gesagt, eine kleine Überraschung. Dann bei den gelben Karten haben wir gar nicht so zugelangt. Und bei den roten Karten haben wir auch nicht zugelangt. Da Stranzl der Brutalo der Saison. Gut, dann wär's es mit dem Rückblick auf die Bundesliga-Saison. Dann gehen wir weiter mit die Champions League. Da schauen wir am besten, wo schauen wir da rein, Spiele und Ergebnisse. Ja, dann sehen wir nochmal, fangen wir im Achtelfinale an. Ja, hier haben wir Prager ausgeschaltet mit einem überragenden 7:2 und 5:2, also 12:2 gewonnen. Ist natürlich überragend. Dann Juventus Turin im Viertelfinale ausgeschalten. Ein überragendes Spiel in Turin. Dann natürlich die große Rache gegen Chelsea. Das war natürlich absolut phänomenal. Dieses 4:1 zu Hause gegen Chelsea. Und dann noch das Unentschieden in London. Natürlich der Klassiker auch nicht zu vernachlässigen. Barcelona gegen Real hat sich Real als anderer Finalist durchsetzen können. Aber im Finale natürlich dann der überragende Sieg der Bayern mit 3:1. Dreimal Mario Balotelli. Das war natürlich so die Sternstunde der Bayern diese Saison. Gut, dann schauen wir mal in die Spielerstatistik rein. Torschützenkönig wurde Pedro von Barcelona, sind aber leider schon im Halbfinale ausgeschieden gegen Real. Dann Balotelli natürlich mit seinen 3 Toren. Franck Ribéry, Thomas Müller, Messi auf dem 3. Platz nur. Arjen Robben auch gut erfolgreich gewesen in der Champions League. Sonst viel Real Madrid. Dann schauen wir mal die Torvorlagen. Benzema vor Müller. Dann Iniesta, Martinez und Robben. Ohne Gegentor, Manuel Neuer, nur 2 Spiele. Gut, mit Champions League war es ein bisschen heftiger. Außerdem bei den gelben Karten haben wir gar nicht so zugelangt. Und bei den roten Karten haben wir überhaupt eine gekriegt. Ja, da sehen wir es. Philipp Lahm hat eine bekommen. Aber sonst haben wir auch keine gekriegt. Gut. Dann schauen wir noch kurz auf die Gruppentabelle. Die habe ich, will ich auch mal wieder zeigen. Gladbach hat sie ja da durchgesetzt. Dann, wo ist denn unsere Gruppe gewesen? Die war hier, ja, da sehen wir nochmal gegen Valencia, Lille,
konnte sich aber leider nicht mehr weiter qualifizieren. Aber das werden wir in der Champions League wissen. Jetzt schauen wir mal die Euroleague rein, da haben wir eigentlich noch gar nichts gesehen. Dann fangen wir ab dem Achtelfinale an, würde ich sagen. Ja gut, fangen wir am Viertelfinale an, da war Dortmund noch dabei. Und sonst war eigentlich kein deutsches Team mehr dabei. Also nur die Dortmunder dabei gewesen, die konnten sich dann auch fürs Halbfinale qualifizieren. Haben da sogar noch durchgesetzt gegen ZSK Moskau. Und im Finale mussten sie sich aber dann im Klassifinale ebenfalls mit 3:1 wie das Champions League Finale ausging, gegen Marseille geschlagen geben. Also Champions League ging auch 3:1 für Bayern gegen Real, hier Marseille gegen Dortmund 3:1. Gut, dann wäre es soweit am DFB-Pokal, da schauen wir auch nochmal ganz kurz rein. Könnt vielleicht mal ins Turnierdiagramm reinschauen, das schaut aber eigentlich besser aus. Ja, eigentlich schaut es viel besser aus. Hier sehen wir es, Bayern gegen Kaiserslautern durchgesetzt, dann gegen Leverkusen, dann gegen Hannover. Hannover war ein richtig gutes Spiel, 5:0 abgeschossen. Schalke dagegen hat sie gegen Köln, gegen Ingolstadt durchgesetzt, außerdem gegen den FC Augsburg. Natürlich auch, Schalke hat jetzt nicht die großen Gegner gehabt, muss man sagen, so auf dem Weg zum Finale. Und im Finale war es ja dann absolut überragendes Spiel gegen die Bayern. In der Verlängerung mit 6:5 für die Bayern und somit sind wir Triple-Gewinner. Dann schauen wir mal kurz auf die Spielerstatistik im DFB-Pokal. Torschützenkönig im DFB-Pokal ist Franck Ribéry. Ja, Ribéry ist jetzt zum Spieler des Turniers ernannt worden. 8 Tore, Respekt Franck. Hier sehen wir schon viele Bayern-Spieler natürlich. Mit denen ganzen Spielen haben wir so viele Tore gemacht. Außerdem beste Torvorbereiter Franck Ribéry. Beste Torwart ohne Gegentore Manuel Neuer. Aber zwei Spiele ohne Gegentore sind jetzt auch nicht überragend für so ein Turnier. Egal, dann schauen wir kurz in die Aufstiegstrophäen, ob die vielleicht schon gespielt haben. Ja, sie haben gespielt. Und zwar die Relegation. Und zwar 60 spielt nächste Saison in der ersten Liga. Herzlichen Glückwunsch an 60. Fürth muss also doch runter. Konnten sich nicht durchsetzen gegen die 60er. Und was machen wir jetzt? International brauchen wir nichts mehr schauen. Dann würde ich sagen, schauen wir einen kurzen Blick auf die Mannschaft. Ich sehe also rechts, seht ihr immer, wer wie viele Tore geschossen hat, wer wie viele Einsätze gehabt und links, wer sie verbessert. Also Manuel Neuer mit +3, guter Spieler, sehr glücklich bei uns, gut in Form. Hat insgesamt 14 Spiele die ganze Saison ohne Gegentor geschafft. Außerdem hat er 48 Einsätze gehabt. Dann Philipp Lahm hat kein Tor gemacht, hat für 3 Vorlagen. Hat sich viel verbessert, Holger Badstuber mit +2, kein Tor, eine Vorlage. Dann Dante mit 2 Toren. 31 Einsätze, Alaba, ja, ich werde jetzt halt alle vorlesen, ihr könnt es ja sehen, wer sich wie verbessert, Alaba mit +2, Schweinsteiger auch mit +2, bis auf 88 ist er hochgekommen, hat 5 Tore gemacht, 37 Einsätze, dann Martinez, die 40 Millionen Euro und Neuzugang, er hat 2 Tore gemacht, 37 Einsätze, Shaqiri 7 Tore, Franck Ribéry, unser erfolgreichster Torschütze diese Saison, leicht überraschend, 39 Einsätze, 23 Tore, 8 Vorlagen. Er ist, glaube ich, so einer von den Spielern, das ist so außerdem Thomas Müller, 35 und 13 Tore hat er gemacht. Mario Balotelli, der hat nochmal richtig zugelangt in der Champions League. In der Champions League hat er 8 Tore gemacht, natürlich absolut überragend. Dass wir ihn geholt haben, war ein richtig guter Deal. Dann Riedmüller hat nicht viel spielen dürfen. Hier sehen wir nochmal Neymar, +1 auch bekommen. Kam ja vom FC Santos für nur 27 Millionen, das ist ein absolutes Schnäppchen gewesen. Dafür, dass er 8 Tore gemacht hat in 17 Spielen. Hat natürlich auch eine klasse DFB-Pokal-Note bekommen von 9,1. Hier sehen wir es, Marco Reus auch mit 10 Toren erfolgreich gewesen. Gustavo mit 2 Toren, dann Toni Kroos 15 Tore. Dann Mario Mandzukic mit 10 Toren. Also die Stürmer waren gar nicht so erfolgreich bei uns. Hier sind wir Arjen Robben. Claudio Pizarro hat auch 3 Tore gemacht. Emre Can hat keins gemacht, hat aber 21 Einsätze bekommen. Natürlich wichtig für ihn, viel Spielerfahrung. Hier sehen wir es, Tölke hat nur 6 Mal spielen dürfen, hat aber +3 bekommen. Also der wächst bestimmt nur gut heran. Hier sehen wir es, Contento, 21 Spiele. Michael Leite heraus, 6 Spiele bekommen, hat +4 bekommen. Also der, echt ein guter Tipp, wer mir den gegeben hat, +4. Konnte sich aber leider in dem Team nicht so richtig durchsetzen. Natürlich so Größen wie Sheldon Shaqiri und Arjen Robben sind natürlich besser als Jerome Boateng. Hat kein Tor gemacht, hat keinen Vorbereiter bei 35 Spielen. Dann Rafinha, Anatoly Timoschuk, natürlich die Älteren kommen jetzt. Tom Starke hat 5 Einsätze bekommen. Dann Daniel van Beuten. Nils Petersen, der was an Werder Bremen ausgeliehen ist, Patrick Weihrauch und Lukas Räder. Gut, jetzt wäre es eigentlich soweit zum Team, aber unser bester Torschütze war ja dann Franck Ribéry mit 23 Saisontoren. Überragend. Wir werden von kurz auf den Mannschaftsrang. Ja, wie es angedeutet, Franck Ribéry, unser bester Spieler der Saison, fand ich. Daniel Manuel Neuer, Mario Balotelli, Marco Reus. Also die Bayern, diese Saison wirklich das Maß aller Dinge. Sie haben Real Madrid rausgeschmissen im Finale. Natürlich ein überragendes Spiel gewesen. Warte, da wollte ich eigentlich nur kurz runterschauen, was uns so abgeht.
Ja, könnt ihr ja selber durchschauen, werde es dann nicht jeden durchlesen. Aber Franck Ribéry wirklich für mich der Spieler der Saison gewesen bei den Bayern. Immer überragend, Verletztenliste. Ja, Holger Badstuber hat sie ja leider verletzt. Wird noch 7 Wochen ausfallen. So, was kann ich jetzt nur zeigen? International haben wir schon. Saisonstart, Kalender. Nein, das werde ich alles nicht zeigen. Ich werde da mal die anderen Ligen zeigen. Ja, blätter mal kurz so, was so in Österreich zum Beispiel auch in Österreich. Salzburg Meister, dann Belgien, Dänemark. Ich werde ja jetzt nicht viel dazu sagen, weil sonst wäre ich heute mal fertig. Außer in England vielleicht, da werde ich nur kurz was sagen. Chelsea ist Meister geworden vor Man City. Dann Spurs, Liverpool, Arsenal, Queen's Park und Man nur auf dem 7. Platz. Kleine Überraschung. Frankreich, Paris natürlich ganz weit vorne. Dann hier die Deutsche haben wir ja gerade gesehen. Italien, da vielleicht noch was ganz Interessantes. Juve, Mailand, Inter. Ja, kann man auch lassen. Holland, PSV mit überragendem Vorsprung durchgesetzt. Dann Norwegen, Polen, Portugal, Benfica auch mit 17 Punkten Vorsprung. Wow, Porto nur auf dem 5. Tabellenplatz. Russland natürlich, Zenit als absoluter Favorit. Dann Schottland, Spanien, ja, da ist auch eine kleine Überraschung. Real Madrid momentan eigentlich auf Meisterkurs vor Atletico und Barcelona. Barcelona nur auf dem 3. Platz. Also Real ist echt so das beste Team in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich jetzt Computer gegen Computer spielen lasse, dann würde ich sagen, wirklich Real ist das stärkste Team. Dann Schweden, Schweiz, USA, Mexiko, Australien, Korea, Saudi-Arabien. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt die ganzen Ligen hier gibt. Hier sind wir Brasilien, Österreich, Belgien. So, aber jetzt sind wir durch. Dann blättern wir noch kurz auf die Deutschen. Und jetzt habe ich euch alles gezeigt, was ihr zeigen wollt. Ich habe die Mannschaft nochmal gezeigt, ich habe alles gezeigt. Ne, wollte was zeigen. Und seinem Trainerbüro, da gibt es ja hier die Trainerziele. Schauen wir auch nochmal kurz rein. Unser Liga-Ziel war Meister werden, haben wir geschafft. Unser Pokalziel war Pokalsieg, haben wir geschafft. Und unser Champions League-Ziel war Pokalsieg, haben wir alles geschafft. Also wir haben alles geschafft. Normal der Vorstand könnte mit uns zufrieden sein. Werden wir mal schauen, wie es jetzt dann weitergeht. Auf jeden Fall, bevor ihr jetzt auf Weiter drückt, werde ich nur sagen, wie es weitergeht mit dem ganzen FIFA auf meinem Kanal. Und zwar, ich werde nächste Woche am Samstag, also kommender Samstag, werde ich ein Infovideo bringen. Da werde ich dann ankündigen, mit welchem Team es weitergeht. Ja, ich werde nochmal eine Karriere machen. Ich werde nochmal von vorne anfangen. Allerdings nicht mehr in Deutschland. Ne, ich habe jetzt momentan von der Bundesliga so genug. Ich werde nach England gehen, in die Premier League, weil da wird nochmal eine neue Herausforderung kommen. Außerdem werde ich zu einem sehr reichen Team gehen, das reichste in FIFA. Ja, das war jetzt schon ein guter Tipp. Die meisten werden wissen, welches Team gemeint ist. Warum ich zum reichsten Team gehen werde, weil ihr dürft unter das Infovideo, also erst im Infovideo dann in der Woche, dürft ihr dann alle eure Lieblingsspieler drunter schreiben und ich versuche dann alles einzukaufen, was ihr euch wünscht. Also sowas wie Cristiano Ronaldo sollte dann sogar auch möglich sein. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert, simulieren wir mal weiter, was kommt jetzt? Saison beenden. So, jetzt schauen wir mal alles durch. Wir freuen uns mit der Trainer der Saison. Cool, wir sind Trainer der Saison geworden. Natürlich mit so einem Team. Okay, er tritt zurück, aber das interessiert uns wenig. Dann, was kommt nur alles? Ausgeliehene Spieler kehren zurück. Hier ist Petersen auch wieder da, Leistung im Nationalen. Hier sehen wir es, das Team hat sie im Nationalen Pokal sehr gut präsentiert. Richten Sie unser Glückwunsch an die Spieler weiter. Wir hatten viel Spaß mit den Jungs. An Champions League, ja, natürlich auch überragend. Auch in der Bundesliga, super Ding. So, jetzt drücken wir auf Start. Hier sehen wir es dann, da wird anscheinend immer der Spieler so anzeigt, der was, ja, der was einfach für gut verheißen wird. Ihr könnt mir das ja erklären, welcher Spieler dem an zeigt wird, weil bei Dortmund ist zum Beispiel anders Spiel angezeigt worden. Aber ich würde sagen, das war's jetzt. Die Saison ist vorbei. Hier sehen wir es nochmal rechts, die Tabelle, rechts alles. Und dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Das war der letzte Bayern-Part. Wie gesagt, ne, weitergehen wird es mit einer englischen Mannschaft. Aber nicht traurig sein an die Bayern-Fans, denn FIFA 14 wird bald kommen. Und bei FIFA 14 wird es weitergehen mit Bayern und mit Dortmund in der Bundesliga. Und vielleicht werde ich ja nach der England-Saison nochmal nach Deutschland gehen. Werden wir mal schauen, wie sich das alles verläuft jetzt. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann etwa bei der England-Saison, bei irgendeinem anderen Projekt oder vielleicht dann bei FIFA 14. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und das Projekt hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Ciao!